in einem Raum mit Holz getäfelten Wänden. Diese ziert ein gelber Streifen mit der grau-roten Aufschrift BGW Forum 2021 sowie das dunkelblau-schwarze Logo der BGW, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Mittig im Raum steht ein Tresen, daran sitzt Veranstaltungsmoderator Moritz Kollmant. Etwas abseits sitzt Bernd Spelten von Pixel. Herr Kollmant hat braunes Haar, schmale Koteletten, einen Fünftagebart und hat eine Brille auf. Er trägt ein rot-violettes Hemd. Herr Spelten hat ebenfalls braunes Haar, Koteletten und einen Dreitagebart. Er trägt ein weißes Hemd. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, Sie hatten Gelegenheit, sich umfassend in der digitalen Ausstellung zu bewegen und zu informieren und in der bewegten Pause sich auch aufzulockern. Ich begrüße Sie hier und jetzt ganz herzlich zur Websession Digitalassistenz – Neue Berufsfelder für Menschen mit Behinderung. Mein Name ist Moritz Kollmant, ich bin Trainer und Veranstaltungsmoderator und darf Sie nun durch diese Websession führen. Meine Aufgabe ist es, auf die Vortrags- und Pausenzeiten zu achten und daher habe ich die Uhrzeit stets im Blick. Wir haben 1,5 Stunden Zeit. Wir werden in dieser Zeit einen Vortrag hören von Herrn Spelten und außerdem Best-Practice-Beispiele, TED-Umfragen und auch die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu beantworten. Zur Halbzeit machen wir dann eine Biopause von etwa 10 Minuten. Fragen, die Sie haben an den Vortragenden, können Sie über das Fragetool stellen. Ihre Fragen landen direkt bei mir und je präziser Ihre Fragen gestellt werden, desto eher haben wir auch die Möglichkeit, sie heute hier zu beantworten. Bitte schreiben Sie Ihre Fragen bereits während des Vortrages, so können wir eine Vorauswahl treffen und diese dann an den Moderator stellen. Je nachdem, wie viel Zeit uns nach dem Vortrag noch zur Verfügung stellt, haben wir die Möglichkeit, diese dann zu beantworten. Unser heutiger Vortragender ist schon sein gesamtes Berufsleben in der Behindertenhilfe unterwegs. Es begann mit dem Zivildienst in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Seit mittlerweile 14 Jahren ist er für die Firma Pixel im Einsatz. Diese Firma hat es sich zum Ziel gesetzt, die digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen voranzutreiben. Als Impulsgeber und Workshopleiter zeigt er Trägern der Eingliederungshilfe, wie das gelingen kann. Für unseren jetzigen Programmpunkt Digitalassistenz – Neue Berufsfelder für Menschen mit Behinderungen begrüße ich für Sie ganz herzlich Herrn Bernhard Spelten. Vielen Dank für die Anmoderation. Genau, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Moin Moin, würde ich sagen. Wir sitzen ja hier in Hamburg. Deswegen schön, dass Sie alle da sind. Heute geht es um Digitalassistenz – Neue Berufsfelder für Menschen mit Behinderungen. Ein gezeichnetes Porträt des Referenten. Mein Name ist Bernhard Spelten, Herr Kollmant hat mich vorgestellt. Wie gesagt, mein ganzes Berufsleben eigentlich in der Eingliederungshilfe unterwegs. Ich habe eine lange Wohnheimerfahrung, weiß also, wie die Basisarbeit funktioniert und habe dann über ambulant betreutes Wohnen den Weg gefunden, eben zu meinem jetzigen Arbeitgeber, zu Pixel. Was Pixel ist und was wir machen, erzähle ich später. Wie gesagt, kurz zu mir. Ich habe damals gemerkt, nach 7 Jahren Wohngruppendienst in einem Sonntagmorgen-Frühdienst, wo ich um 10.30 Uhr mit den Bewohnerinnen und Bewohnern auf dem Sofa saß, alle hatten geduscht, alle hatten ihre Tabletten genommen, hatten gefrühstückt, saß ich da und habe mich gefragt, was hast du heute Morgen eigentlich gemacht? Da habe ich festgestellt, ich habe heute Morgen Standard gemacht. Ich habe ein Standardprogramm gemacht und dachte mir, das ist nicht gut für mich und das ist vor allen Dingen nicht gut für die Menschen, die ich eben betreuen dürfte und unterstützen dürfte im Wohnen. Und dann habe ich nach einer neuen Aufgabe gesucht und wie gesagt, bei Pixel bin ich fündig geworden. Pixel versucht eben, eine digitale Gesellschaft für alle Menschen herzustellen. Und das erzähle ich Ihnen heute. Ich möchte aber zuerst wissen, wer Sie sind, bevor ich Ihnen was von Pixel erzähle. Dann möchte ich Ihnen etwas erzählen zum Peer-to-Peer-Ansatz. Das machen Sie bestimmt selber oder machen Sie vielleicht noch nicht selber. Ich möchte Ihnen erzählen, wie wir es tun. Dann darüber sprechen, wie sieht es eigentlich aus mit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Ich glaube, dass viele Menschen, die jetzt gerade hier zuhören, vielleicht in Werkstätten arbeiten, Werkstätten leiten oder in Werkstätten als Beschäftigte mit dabei sind. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten eben der Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderung. Ein bisschen langsamer reden. Und danke, etwas langsamer reden, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Das passiert mir als Rheinländer eben leider Gottes sehr, sehr oft, dass ich zu schnell spreche. Und zum Schluss sind Ihre Fragen dran.
Aber bitte nicht nur zum Schluss, sondern immer zwischendurch. Hauen Sie in die Tasten, stellen Sie Ihre Fragen. Herr Kollmann wird die dann an mich weiterleiten, weil nur so können Sie sich eben auch beteiligen heute in diesem digitalen Format. Die erste Frage. Und Herr Kollmann schickt jetzt gleich die TED-Abfrage los und dann würde ich Sie bitten, mir zu antworten. Denn ich möchte wissen, mit wem haben wir es denn zu tun? Wer sind Sie denn auf der anderen Seite dieser Kamera? In welchem Bereich der Eingliederungshilfe sind Sie aktiv? Wohnen, Arbeit, Beschäftigung, Verwaltung, Sonstiges? Antworten Sie gerne und ich warte diese 30 Sekunden ab, bis Sie Ihre Frage beantwortet haben. Geht es nicht? Nee, lässt sich nicht starten. Lässt sich gar nicht starten. Schade. Ich werde nicht mehr über Sie erfahren in diesem Moment. Ich hoffe aber, dass die nächsten TED-Abfragen, die gleich noch kommen, dann funktionieren werden. Genau, warum frage ich das ab? Einfach um zu wissen, ein bisschen im Vortrag zu wissen, mit welchen Adressaten ich es eben zu tun habe und vielleicht noch ein bisschen mehr darauf eingehen zu können. Aber dann überspringen wir die Frage jetzt einfach. Genau, Herr Kollmann hat eben gesagt, ich arbeite bei der Firma Pixel. Das stimmt so nicht ganz, sondern Pixel ist eine Abteilung der In der Gemeinde Leben, einem kleinen Träger aus Düsseldorf. Unsere beiden Muttergesellschaften sind die Diakonie in Düsseldorf und die Stiftung Bethel aus Bielefeld. Warum gibt es uns eigentlich, die in der Gemeinde leben? Also uns gibt es übrigens seit 20 Jahren. Wir sind klein, wir sind jung, wir haben gerade mal 180 Mitarbeiter und Mitarbeiter, ungefähr genauso viele Menschen, die wir im Wohnen unterstützen dürfen. Und uns gibt es deshalb, weil die Stiftung Bethel um die Jahrtausendwende gesagt hat, wir wollen in die Landeshauptstädte gehen. Man ist nach Düsseldorf gekommen und hat eben einen Kooperationspartner gesucht und hat die Diakonie Düsseldorf gefunden. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist, beide Gesellschafterinnen halten 50% Unternehmensanteile. Warum ist das so spannend? Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie zwei gleichberechtigt, sorgeberechtigte Elternteile haben, dann muss man sich streiten, wenn das Kind eben neue Schritte geht. Und wir, das Kind, die in der Gemeinde leben, gehen in der Eingliederungshilfe seit Anfang an. Vielleicht ein bisschen andere Wege, als andere Träger es machen. Das liegt auch daran, dass wir eben so klein sind und es eben machen dürfen und ausprobieren dürfen. Beispielsweise haben wir 2007 schon angefangen, ein modulares System im ambulant betreuten Wohnen anzubieten. Also das, was wir heute im SGB 9 lesen, qualifizierte und nicht qualifizierte Assistenz, machen wir seit 2007. Da hatte unser Kostenträger noch gar kein Abrechenformular dafür. Das war schon schwierig. Es ist so, dass bei uns die Mitarbeiter und Mitarbeiter in den Diensten keine Hilfepläne schreiben. Dafür haben wir ein Kompetenzteam. Wenn Sie sich vorstellen, Ihre Kolleginnen und Kollegen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen in die Zielplanung gehen. Heute ist es ja bei uns in Nordrhein-Westfalen, das bei NRW, damals waren es eben die individuellen Hilfepläne. Dann hat man alle 3 Jahre als Mitarbeiter das Problem, sich wieder neu darauf einstellen zu müssen. Und dazu kommt noch ein zweiter Punkt. Wie gesagt, 7 Jahre Wohnheimerfahrung. Ich habe immer gedacht, ich kenne ja die Leute, mit denen ich arbeite. Und was passiert dann als Sozialarbeiter? Man macht etwas für Menschen, weil man ja meint, man macht es gut. Und man meint es ja nur gut. Und gut gemeint ist immer der kleine Bruder von, na, Sie kennen das Ende. Deshalb kommt jemand Externes und befragt eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Klientin den Klienten. Sie haben also immer einen supervidierenden Blick. So etwas ausprobieren hätte ein großer Träger nicht gekonnt. Wir als in der Gemeinde leben konnten das machen. Und genauso war es eben mit der digitalen Teilhabe. Wir haben uns einfach getraut, so etwas anzubieten. Jetzt, ich habe gehört, jetzt funktionieren die TED-Abfragen wieder. Jetzt möchte ich Sie fragen, in Ihrem Unternehmen, von welchen Menschen sprechen Sie, wenn Sie über die Menschen sprechen, die Sie im Wohnen oder am Arbeiten unterstützen dürfen? Sind es Ihre Klientinnen, Ihre Bewohnerinnen, Ihre Kundinnen, Ihre Beschäftigten oder Kolleginnen? Die TED-Abfrage ist jetzt gestartet und ich muss einmal lauern. Ja, wird gleich gezeigt werden. 20 Sekunden dauert es, bis sie bei den Teilnehmern auftaucht. Okay. Ach so, das dauert jetzt noch ein bisschen, genau. Ich finde das immer ganz spannend, eben zu wissen, wie wird in anderen Firmen eben, wie ist das Wording in anderen Firmen? Ich kenne Unternehmen, die eben von Kundinnen und Kunden sprechen. Das zeigt eben, dass wir Dienstleister sind. Wir leisten Dienst am Menschen. Wir leisten auch Dienst an der Gesellschaft. Deswegen finde ich den Begriff diskutierwürdig, aber auch auf jeden Fall spannend. Klientinnen und Klienten nennen wir die Menschen, die wir betreuen dürfen, bei der in der Gemeinde leben. Und wie gesagt, jetzt gleich bin ich gespannt, wie in Ihren Unternehmen eben mit diesem Wording umgegangen wird. Ich sage mal kurz Ergebnisse. 67% der Teilnehmenden haben
mit dem Begriff Klientinnen gearbeitet und 17% mit dem Begriff Kundinnen und weitere 17% mit dem Begriff Kolleginnen. Das finde ich spannend. 17% Kolleginnen, finde ich sehr schön. Das ist bei uns eben auch so, dass wir mit Menschen mit Behinderungen in inklusiven Teams arbeiten, im Pixel und dann eben auch da von Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ganz natürlich, wie sich das eben meines Erachtens gehört. Pixel bringt Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Pixel gesprochen, Ihnen noch gar nicht verraten, wofür eben dieses, es ist eine Abkürzung, es ist ein Akronym, wofür es steht. Es steht für personenzentrierte Interaktion und Kommunikation für mehr Selbstbestimmung im Leben. Hier auf dem Foto sehen Sie eine Gruppe von Menschen, eine Dame lachend am Tablet, die eben anderen Leuten etwas erklärt. Heißt also, dieses Pixel ist eben offen für Menschen, die gemeinsam lernen wollen. Wir bringen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen, weil wir in den Stadtteilen sind. Wir agieren eben nicht im Erdgeschoss einer Wohneinrichtung oder auf einem großen Campus, sondern dort, wo Menschen zusammenkommen, das Labor in Düsseldorf zwischen der Pizzeria und dem türkischen Gemüsehändler und mittendrin im Leben gibt es eben dieses Pixel-Labor. Trotzdem, und wir sind ja dabei, jetzt schon geübt, Herr Kollmann, die nächste Abfrage an Sie. Keine Sorge, es werden weniger Abfragen werden, aber ganz am Anfang möchte ich von Ihnen ja auch etwas wissen und möchte Sie ein Stück weit aktivieren. Wie ist es bei Ihnen im Unternehmen? Die Menschen, die bei Ihnen wohnen oder die Menschen, die bei Ihnen arbeiten oder beschäftigt sind, haben die Zugang zum Internet? Stimmt das? Stimmt das teilweise? Stimmt es eher nicht? Oder sind gar keine Zugänge vorhanden? Wir haben 2021. Diese ganze Veranstaltung, die wir hier alle besuchen können, es ist für uns normal geworden. Wir haben seit anderthalb Jahren diese Pandemie und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber mir geht es so, wenn ich einen Termin ausmache mit anderen Menschen, dann frage ich inzwischen, wollen Sie telefonieren oder sollen wir einen Videochat machen? Das wäre vor anderthalb Jahren, wären wir doch gar nicht auf die Idee gekommen. Wir hätten uns verabredet zum Telefonieren. Auf einmal ist es eben normal für uns geworden. Das Digitale hat, glaube ich, nochmal einen richtigen Schub bekommen in den letzten anderthalb Jahren. Also wenn wir irgendetwas Positives aus dieser Pandemie mitnehmen, dann, dass die digitale Welt mehr Menschen offen steht und mehr an Wichtigkeit gewonnen hat. Sind schon Antworten da, Herr Kollmann? Ja, die Antworten sind da. Ich habe gerade die Antworten auch mit Ihnen geteilt. Die Hälfte der Teilnehmenden sagt, dass das stimmt. Und die andere Hälfte sagt eher nicht. Wir haben also ein sehr unterschiedliches Bild hier. Trotzdem, 50% stimmen zu. Das ist eine tolle Zahl. Das ist etwas, wo ich sage, das ist nicht die Regel. Ja, das eher nicht. Das ist leider Gottes immer noch die Regel. Viele Träger, die aus Sorge eben noch kein freies WLAN in den Wohneinrichtungen anbieten. Wenn man irgendwo hinkommt und fragt, wer hat denn bei euch das Internet? Der Chef. Wer hat denn einen Computer? Die Mitarbeiter. Was habt ihr denn? Leider nicht so viel. Eine Hängebrücke führt über eine Schlucht zu Laptops. Die digitale Spaltung in Deutschland ist immer noch ein großes, großes Thema. Und noch lange nicht alle Menschen können teilhaben. Wir haben diese digitale Kluft, den Digital Divide, wie man es eben im Fachjargon nennt, der leider Gottes immer noch sehr, sehr groß ist. Wir unterscheiden bei diesem Digital Divide in eigentlich zwei Level. Neuerdings, neue Studien unterscheiden in drei Level. Das erste Level ist die wirtschaftliche Komponente. Es sind einfach fehlende Zugänge. Die Menschen haben keine Endgeräte. Die Menschen haben kein Internet. Wenn sie einen Zugang haben, haben sie vielleicht nur ein kleines Datenvolumen. Heißt also, das ist die wirtschaftliche Komponente. Man kann es sich eventuell nicht leisten oder man bekommt es auch nicht angeboten. Es werden Zugänge verwehrt. Langsamer Rede. Als wir damals angefangen haben, 2010 Pixel zu machen, haben wir gefragt, woran liegt das denn, dass ihr keine Zugänge habt? Und da kam ziemlich schnell raus, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder sogenannter geistiger Behinderung haben oft eine gesetzliche Betreuerin oder einen gesetzlichen Betreuer. Diese Person entscheidet, wenn sie die Vermögensfürsorge hat, was angeschafft werden darf. Und auch da, das sind Kolleginnen und Kollegen, die das nicht aus bösem Willen machen, die nicht aus bösem Willen einen Zugang verweigern, sondern die eben sagen, wir haben ja auch eine Schutzfunktion. Und damals 2010, ja, wir haben eine Schutzfunktion. Wir müssen doch die Menschen mit Lernschwierigkeiten davor beschützen, vor den Inhalten im Internet. Die könnten Dinge kaufen, die sie nicht
nicht bezahlen können. Sie könnten Pornos angucken, sie könnten auf illegalen Websites unterwegs sein, Musikdownloads machen. Das ist alles mit Ärger verbunden. Das lassen wir mal schön bleiben. Das mit dem Internet geht schon vorbei. Jetzt sind wir 2021. Und immer noch gibt es eben viele gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer, aber auch Angehörige, die noch immer diesen Standpunkt vertreten und sagen, wir müssen die Menschen schützen. Dazu kommen meine Kolleginnen und Kollegen in den Diensten, in ihren Diensten, pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiter, die oft selber vielleicht sich nicht zutrauen, so medienkompetent zu sein und deswegen eben eher sagen, wir lassen das mal besser bleiben. Wir können auch ein Buch lesen oder einen Kinderkanal gucken, aber wir müssen ja nicht unbedingt diese digitalen Endgeräte hier benutzen mit den Menschen mit Behinderung. Wie gesagt, das ist einmal dieses Level 1, diese verwehrten Zugänge, diese nicht vorhandenen Zugänge. Jetzt stellen Sie sich vor, diese Zugangsgeschichte ist gelöst. Also viele Menschen in meinem Alter, ja, ich bin 42 Jahre alt, sind irgendwie mit den digitalen Endgeräten aufgewachsen und haben eben alle irgendwie ein Smartphone und einen Computer und können damit umgehen, vermeintlich. Schauen wir aber einmal dahinter. Gucken Sie mal in Ihr WhatsApp, wenn Sie es haben, und schauen Sie sich mal die Statusmeldungen von vielen Leuten an. Da sind manchmal schon ganz schön coole Sachen dabei. Und wenn Sie sich dann vorstellen, dass in den Nutzungsbedingungen von WhatsApp drinsteht, jedes Foto, das im Status ist, könnte quasi da vorne hier in Hamburg an der Litfaßsäule hängen, weil Sie geben die Fotorechte ab, das wissen die Leute dann nicht. Da kommen wir auf die Kompetenzebene, die Medienkompetenz. Der Umgang mit den eigenen Daten, der Umgang mit dem Internet, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und uns anschauen, wie sind eigentlich die Zugänge für Menschen mit Behinderungen? Es gibt jetzt neu die Sinus-Studie der Aktion Mensch, das baut auf der alten Mekobe-Studie und dem D21-Index. Und da hat man eben untersucht, wie sind die Zugänge verteilt für Menschen mit Behinderung. Und wir stellen fest, dass es einen Abwärtstrend gibt, je enger die Betreuung ist. Heißt also, Menschen, die alleine leben in der eigenen Häuslichkeit, haben oft einen Zugang in irgendeiner Form, ein digitales Endgerät, ein Internetzugang, mobile Daten etc. Das nimmt dann ab, wenn die Betreuungsform enger wird, zum Beispiel in einer ambulant betreuten Wohngruppe. Und es geht ganz runter, wenn Sie dann eben in die Eulers gehen, in die Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, also in die damals ehemals stationären Häuser, heute besondere Wohnformen. Da geht eben die Prozentzahl wirklich runter, gehen 10%, 5%. Es ist ganz wenig da. Wenn wir es also wirklich schaffen wollen, eine digital gleichberechtigte Gesellschaft hinzubekommen, dann müssen wir genau an diesen Punkten arbeiten, an den Zugängen und an der Medienkompetenz. Und das dritte Level, wie gesagt, ich habe es etwas abgesetzt von den anderen beiden Leveln, weil es jetzt gerade erst neu betrachtet wurde, das ist eben die Empowerment-Kluft, Menschen dazu befähigen, eben selber Inhalte zu generieren. Wenn Sie sich angucken, Social Media, es werden von 1% aller Social Media-Nutzer auf der Welt 10% der Beiträge gemacht. 90% der Beiträge gemacht. Und nur 10% der Beiträge in Social Media werden von den anderen Menschen von den anderen 99% bespielt. Reflektieren Sie sich selber. Also ich bin ein sehr schlechter Social-Media-Nutzer. Mein Facebook-Profil nutze ich quasi so gut wie gar nicht. Heißt, ich stelle keine Inhalte ein. Genau das wäre eben die dritte Kluft, eben selber Inhalte zu generieren. Nicht nur in Social-Media, sondern generell eben für das Internet, für die digitalen Medien, eben etwas selber mit hineinzugeben. Heißt also nicht nur der Empfänger, sondern auch der Sender von neuen Informationen zu sein. Das wäre eben dann die nächste Perspektive, eben sich die digitale Welt selber nutzbar zu machen und für andere eben noch nutzbarer zu machen. Was denken Sie denn, wie viele Menschen in Deutschland, und gerne die Frage abschicken, was denken Sie, wie viele Menschen in Deutschland davon bedroht sind, im digitalen Abseits zu stehen? 80 Millionen Einwohner haben wir, Einwohnerinnen und Einwohner. Ist es 1 Million? Sind es 7 Millionen? Sind es 13 Millionen? Oder sind es sogar 25 Millionen, die davon bedroht sind, im digitalen Abseits zu stehen? Die Abfrage läuft. Bedenken Sie bei Ihrer Antwort das, was ich vorher gesagt habe mit der Medienkompetenz. Die ersten Antworten kommen schon herein. Bisher sind alle auf die gleiche Antwort gegangen. Mal schauen, ob noch andere Personen... Ah, es ändert sich hier. Wunderbar. Gleich ist die Abfrage vorbei. Letzte Gelegenheit.
Und jetzt habe ich die Antworten auch für Sie. Wir haben 13% glauben, dass es 1 Million ist. Niemand glaubt, dass es 7 Millionen sind. Weitere 13% sagen, es sind 13 Millionen. Und 75% der Personen sagen, es sind 25 Millionen. Was ist richtig? Da habe ich es aber gekriegt. Es sind nicht 25, es sind 13 Millionen. So die wissenschaftliche Forschung dazu. Man könnte vermuten, dass es mehr ist. Genau dann, wenn wir uns nämlich die Dunkelziffer angucken. Und dann glaube ich, dass sie mit den 25 Millionen schon gar nicht so verkehrt liegen. Aber die Wissenschaft spricht eben von 13 Millionen Menschen, die davon bedroht sind, im digitalen Abseits zu stehen. Und das sind eben, wie gesagt, nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen mit Behinderung. Das sind nicht nur ältere Menschen, sondern das sind eben Menschen im besten Alter, für die es auch gar keine Angebote gibt. Also es gibt Volkshochschulkurse für Senioren und Senioren, es gibt Pixelkurse für Senioren und Senioren, es gibt Kurse für Menschen mit Behinderung, zwar noch nicht so viele, aber es sollen ja viel, viel mehr werden. Aber es gibt zum Beispiel für meine Generation ja keine Kurse. Wer gesteht sich das denn auch ein, einfach nicht digital zu sein in der heutigen Zeit? Jetzt erzähle ich Ihnen noch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte Pixel. Wie gesagt, seit 10 Jahren gibt es uns und uns gibt es deshalb, weil die Klientinnen und Klienten zum Geschäftsführer gegangen sind und gesagt haben, pass mal auf, die Mitarbeiter und Mitarbeiter, die haben alle einen PC, die haben alle ein Handy und wir haben das nicht, wir haben Angst, abgehangen zu werden. Das Foto einer Kinderhand, die auf ein Tablet tippt. Er hat erstmal geschluckt, wie gesagt, dann kam eben erstmal die Erkenntnis, dass die Zugänge fehlen. Und dann hat er gesagt, da müssen wir was dran tun. Und dann hat mein Geschäftsführer eben, glaube ich, einen Glücksgriff gemacht. Der hat nämlich gesagt, das machen wir jetzt mal nicht mit den Sozialarbeitern. Da hole ich mir jetzt mal jemand Externes rein. Und hat dann meinen Chef eingestellt, Herr Marzinzig, einen Service-Designer. Der hat bei Volkswagen seine Diplomarbeit geschrieben und hat da gelernt, wie man eben Abgaswerte manipuliert. Ich glaube, das gehört da zur Grundausbildung. Und hat aber auch gelernt, sich mit den Kunden auseinanderzusetzen. Und ist zu den Kundinnen und Kunden nach Hause gefahren und hat eben nicht gesagt, ich baue einen roten Schaltknüppel in das Auto ein, sondern hat gesagt, pass mal auf, erzähl mir was von dir. Was sind deine Hobbys? Wie ist dein Familienstand? Lass mich mal in deinen Kühlschrank gucken und wozu brauchst du eigentlich dein Auto? Der hat so seine Konsumenten zu Prosumenten gemacht. Zu Mitentwicklerinnen und Mitentwicklern von Produkten. Und genauso ist er zu uns in die Firma gekommen und hat gesagt, pass mal auf, ich will nicht mit den Kollegen reden, ich will mit den Menschen reden, die dort digitale Teilhabe wollen. Ich will mit den Menschen mit Behinderungen reden und mit denen zusammen etwas auf die Beine stellen. Und dann kam ziemlich heraus, wir brauchen einen physikalischen Ort, an dem wir uns treffen können. Wir brauchen einen Ort, an dem wir uns ausprobieren können, an dem wir experimentieren können. Ein Labor. Das erste Pixel-Labor. Einer unserer Gesellschafter hat dann eben angeboten und gesagt, Herr Marzinzig, super, wir haben noch alte Computer im Keller und wir haben noch ein paar Tische da. Hat der gesagt, das machen wir mal nicht. Wir wollen ja was Cooles machen. Dann wurde eine Möbelserie wirklich mit den Menschen mit Behinderung gemeinsam konzipiert, höhenverstellbare Möbel in einem stigmatisierungsarmen Design. Die Farbauswahl in den Laboren, das wurde alles mit den Menschen mit Behinderung und mit Designern gemeinsam entwickelt. Erste ko-kreative Prozesse. Und dieses Labor wurde dann eben mitten im Stadtteil eröffnet. Am Anfang kamen natürlich erstmal die Klienten, die in der Gemeinde leben. Und haben da eben angefangen, die ersten Schritte im Internet zu machen. Stellen Sie sich mal vor, 2010, und ich weiß nicht, wer von Ihnen in einer Leitungsposition ist, der mir gerade zuhört, fragen Sie Ihre IT-Abteilung nach einem freien WLAN. Das funktionierte nicht. Das wollte die IT-Abteilung nicht. Die Geschäftsführungskollegen anderer Träger haben unserem Geschäftsführer gesagt, bist du eigentlich bescheuert, dann freies WLAN reinzumachen? Du hast doch in einer Woche die Staatsanwaltschaft da stehen. Der hat gesagt, lass mich mal machen. Also wir haben unsere IT-Abteilung erstmal ausgeklammert, weil damit ging es nicht, und haben da einfach mal einen Router eingestellt. Jetzt gibt es dieses Ding seit 10 Jahren und es stand nicht einmal die Staatsanwaltschaft vor der Tür. Warum? Weil wir von Anfang an eben gesagt haben, wir machen keine Restriktionen. Jeder rote Knopf will gedrückt werden. Wenn ich aber erkläre, es gibt im Internet rote Knöpfe und ich befähige dich dazu, eben diese zu erkennen, dann habe ich doch ein sehr viel besseres Gerüst, auf dem man aufbauen kann, auf dem ich medienkompetent eben aufbauen kann, indem ich Menschen befähige, mit diesen Geräten umzugehen. Und das haben wir von Anfang an gemacht. Sind bisher ganz gut damit gefahren. Die Menschen, die zu uns kommen, haben eine hohe Identifikation mit dem Ort und passen dann eben auf.
und sollte eben hier Herr Kollmann auf einmal anfangen, Hasskommentare Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln zu schreiben, dann würde ich dann als anderer Laborant sagen, hör mal, bist du eigentlich bescheuert? Hasskommentare im Internet sind verboten. Da machen die uns nachher die Bude dicht. So funktioniert dann eben einfach untereinander ein gemeinsames Erlernen von Do's and Don'ts im Internet. Sehr viel tragfähiger, als wenn Sie es eben in einem Frontalunterrichtskurs in irgendeiner Form versuchen würden beizubringen. So, jetzt macht die Bude eben auf, wie gesagt, im Oktober 2011. Und dann gab es eine Schlüsselszene, wie ich finde, Anfang 2012. Es kommt eine ältere Dame ins Pixel-Labor. Die hat so einen Hacken-Porsche dabei. Kennen Sie alle Hacken-Porsche? So ein Einkaufswägelchen, ja? Hat dieses Einkaufswägelchen dabei und auf diesem Einkaufswägelchen hat sie ihren Desktop-PC, Maus, Tastatur, ihren Monitor und ihren Drucker. Und sagt, schönen guten Tag, Sie machen da hier was mit Computern, können Sie mir mal helfen? Mein Drucker druckt nicht mehr. Mein Kollege, sozialprofessionell helfender Mensch, ein Sozialarbeiter, wollte eben dieser Dame helfen. Dann sagten unsere Pixel-Expertinnen und Experten, also die Menschen mit Lernschwierigkeiten, die bei uns mitarbeiten, Moment mal, das können wir auch. Das ist doch einfach nur ein Treiber aus dem Internet holen. Das kriegen wir bestimmt hin. Und haben dann eben mit der Frau diesen Drucker und diesen Computer erstmal aufgebaut und haben diesen Drucker ans Laufen bekommen. Das hat ein paar Stunden gedauert, aber an diesem Nachmittag gab es das erste Consulting-Angebot von Menschen mit Behinderung für Menschen ohne Behinderung. Da haben wir darauf aufgebaut. Weil wir dann auf einmal gemerkt haben, im Stadtteil gibt es viele, und am Anfang waren es wirklich Senioren, ja, die gesagt haben, ja super, hier die eine Frau hat uns erzählt, der ist geholfen worden, wir haben auch Probleme mit dem Computer. Da haben wir sogenannte Seniorenkurse erstmal gestartet. 8 Schülerinnen und Schüler, 4 Lehrerinnen und Lehrer, Menschen mit Behinderung, die eben in diese Dozentinnen- und Dozentenrolle reingegangen sind. Die Senioren und Senioren haben gesagt, die sind vorher zum Beispiel in der Volkshochschule gescheitert, eben an diesem Frontalunterricht. Ja, da haben sie eben 16 Leute sitzen da, jeder an seinem Computer, vorne steht ein Dozent, dann gibt es ein dickes Skript. In der ersten Stunde geht es eben darum, das ist ein Computer, Sie können das bitte einmal alles ausprobieren. Zweite ist dann eben, das ist ein Browser. Dritte ist, ich richte mir eine E-Mail-Adresse ein. Wer dann in der dritten Stunde aber nochmal fragt, wofür ist das Rädchen in der Maus, kriegt dann eben die Antwort, lesen Sie auf Seite 7 im Skript nach, da wird die Maus beschrieben. Dann gehen die nicht mehr dahin, da haben die keinen Bock mehr drauf. Jetzt kommen die eben zu Pixel. Das Erste, was sie machen dürften, war ihre eigenen Themen mit reinbringen. Weil wie erreichen Sie Menschen? Sie erreichen auch Menschen nur dann, wenn Sie einen Trigger haben. Ich nehme mal als Beispiel immer meine Mutter. Meine Mutter ist jetzt 72. Ja? Als wir vor 6 Jahren unser erstes Kind bekommen haben, das war der Zeitpunkt, wo meine Mutter angefangen hat, digital Zeit zu haben. Vorher hatte die so ein Klapphandy, die brauchte kein Smartphone. Will ich nicht, Teufelszeug. Als dann aber auf einmal alle anderen Fotos von diesem Kind bekommen haben, nur sie nicht, was meinen Sie, wie schnell der Trigger da war, eben digital dabei zu sein? Und genau das haben wir eben mit Senioren und Senioren auch gemacht. Wir haben gesagt, wofür braucht ihr es denn? Und Sie können sich nicht vorstellen, da waren teilweise Geschäftsführer aus der Wirtschaft, die ihr Leben lang in einer führenden Position gearbeitet haben, dann in Rente waren und gesagt haben, ich habe das nie gebraucht, ich hatte eine Sekretärin. Ich habe meine Vorträge habe ich diktiert, meine Briefe habe ich diktiert, ich weiß gar nicht, wie das Ding angeht. Aber jetzt bin ich in Rente und jetzt möchte ich gerne für meinen Schachclub die Mitgliederliste machen. Oder ich habe Verwandte, die weit weg wohnen, mit denen möchte ich Videotelefonie machen. Heißt also, die haben ihre eigenen Themen mitgebracht. Jeder mit seiner eigenen, ihrer eigenen Story. Die setzen sich eben dahin in dieses, mit dem selbstgeschriebenen Curriculum und bekommen eben Unterricht von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Warum funktioniert das so gut? Wir haben festgestellt, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten eigentlich 2 Sonderfähigkeiten mitbringen, die ich nicht habe. Das eine ist das Erkennen und Identifizieren von digitalen Barrieren. Kognitive Barrieren im Internet. Wenn Sie oder ich auf eine schlecht gestaltete Website kommen, dann klicken wir uns da irgendwie durch. Wir finden das schon. Menschen mit Lernschwierigkeiten machen das ganz, ganz oft über ein audiovisuelles Gedächtnis und suchen immer den Hamburger-Button oben links. Also da ist der immer, diese 3-Strich-Menüs. Ja? Oder wissen eben genau, unten links kann ich auch was anklicken. Es gibt ja immer diese Z-Linie, wenn man etwas liest am Computerbildschirm. Und genau in dieser Linie haben gut gestaltete Webseiten eben ihre Menüs versteckt. Heißt also, das können wir Menschen mit Behinderung sehr, sehr gut sagen. Barrieren auffinden. Und die zweite Sonderfähigkeit ist, dass wenn ein Weg gefunden wurde, diese Barriere zu umschiffen, die Erklärung dazu von einem Menschen mit Lernschwierigkeiten immer auf einem einfachen Niveau erfolgt. Komplexitätsreduktion. Wenn Menschen mit Behinderung also in einen Schulungskontext gehen und mir einen komplizierten Sachverhalt erklären,
weil sie den verstanden haben und mir dann eben den Lösungsweg erklären können, kann ich davon ausgehen, dass dieser Lösungsweg und diese Erklärung in einer so einfachen Sprache ist, dass er quasi nah rankommt an ein Universal Design, an eine für alle Menschen nutzbare Erklärung. Nutzbar für andere Menschen mit Lernschwierigkeiten, nutzbar für Menschen mit Migrationshintergrund, für Menschen aus bildungsfernen Schichten, meine Mutter, für mich selber, für alle Menschen. Und diese Fähigkeit nutzen wir eben in ganz, ganz vielen Pixel-Kontexten, weil wir sagen, diese Ressource, die Menschen mit Lernschwierigkeiten mitbringen, das ist etwas, was man sonst eben nicht bekommen kann. Das Ganze funktioniert eben in diesen Laboren, die offen für alle Menschen sind. Also Sie sehen hier ein Bild, wo eine Frau am Computer sitzt, ein Praktikant daneben sitzt und etwas erklärt und auf der anderen Seite eben ein Pixel-Experte daneben sitzt und dieser Dame etwas erklärt. Eine natürliche Laborsituation. Consulting eben über Generationen und über Behinderung oder Nichtbehinderung hinaus. Wer ins Pixel-Labor kommt, der darf seine Behinderung gerne an der Eingangstüre abgeben. Darum geht es nämlich nicht, sondern es geht darum, was bringst du denn für Fähigkeiten mit? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was macht das denn mit den Menschen? Jemand, der sein Leben lang Hilfeempfängerin oder Hilfeempfänger war. Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe beim Vorlesen, Hilfe im Hilfeplan, kommt auf einmal in die neue Rolle des Hilfeleistenden. In eine Dozentinnenrolle. Das macht doch was mit Menschen. Wir hatten die Situation einer Klientin aus dem ambulant betreuten Wohnen. Die hatte ein Problem mit der Körperpflege. Die hat immer nicht so gerne geduscht und hat was gemüffelt. Kann passieren. Da haben sich die Kolleginnen und Kollegen aus dem ambulant betreuten Wohnen wirklich die Zähne dran ausgebissen. Also die haben da mit der rumpädagogisiert, wie die das denn jetzt irgendwie mal schaffen könnte, gepflegt aufzutauchen. Hat nicht funktioniert. Jetzt ist sie bei Pixel, lernt mit dem Computer umzugehen und kommt in ein solches Kursformat als Dozentin. Der erste Kurstag geht los, dienstags morgens, und die steht da wie aus dem Ei gepellt. Frisch geduscht, frisch gestylt. Und dann die Kollegen, hey, was habt ihr denn da gemacht? Und dann sagt sie, ja Moment mal, ich habe da jetzt eine neue Rolle. Ich muss ja hier was repräsentieren. Ich bin jetzt Dozentin. Heißt also, es steigert dort das Selbstwertgefühl. Es steigert die Lebensqualität, indem ich eben etwas mache, was ich gut kann und das eben weitergeben kann. Das sind so viele Facetten, die eben da herauskommen aus dem Menschen. Ja? Und diesen Drive muss man noch nutzen. Deshalb gleich, und deswegen heißt ja auch dieser Vortrag eben Digitalassistentinnen und Digitalassistenten. Darauf gehe ich eben, wie gesagt, jetzt später nochmal ein, was man eigentlich für Perspektiven meines Erachtens in der heutigen Zeit aufmachen muss, um diese Ressourcen von Menschen mit Behinderungen eben zu nutzen und gezielt eben auch einzusetzen, weil das doch ein Pfund ist, was wir haben. Die Arbeitsfelder, in denen eben bei uns die Menschen mitarbeiten, sind eben einmal das große Thema Bildung, Medienkompetenzvermittlung. Das zweite, Forschung und Entwicklung. Häufiger kommen eben Doktoranden, Masterstudierende mit ihren Thesis, mit ihrer Promotionsarbeit eben zu Pixel und sagen, ich möchte jetzt eben einmal die Perspektive von Menschen mit Behinderung mit reinnehmen. Das sind aber nicht nur Leute aus der sozialen Arbeit. Nein, das können Maschinenbauer sein, das können Designer sein, das können Wirtschaftsinformatiker sein. Alle die haben eben gelernt, diese Komplexitätsreduktion in ihre Produkte und Dienstleistungen mit aufzunehmen. Und wenn sie eben in einer real partizipativen Forschung von Anfang an eben diesen Drive mitnehmen, dann haben sie nachher Produkte und Dienstleistungen, die wirklich für alle Menschen nutzbar sind. Das ist ja oft das Problem, dass das eben nicht funktioniert. Dass sie eben oft Produkte und Dienstleistungen haben, die schwer zu verstehen sind, die nicht einfach zu nutzen sind. Und genau da, an dieser Stelle, setzt eben die partizipative Arbeit von Pixel eben mit ein. Das dritte, Beratung und Vereinfachung. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe, mit der freien Wirtschaft. Dass man es auch da machen kann, dass man eben auch Wirtschaftsunternehmen anbieten kann, mit Menschen mit Lernschwierigkeiten gemeinsam zu arbeiten, um eben da, sei es in der Werbung, sei es in der Produktplatzierung oder auch in der Produktentwicklung, eben bessere und ja, für eine breitere Masse zugängliche Produkte zu haben. Haben wir schon Fragen, Herr Kollmann? Ansonsten, ich habe mir vorgenommen, eigentlich schon viel früher zu sagen, fragen Sie gerne zwischendurch im Vortrag etwas. Ich kann Ihnen ja mal viel erzählen, aber eventuell haben Sie ja noch eine gezielte Rückfrage. Aktuell sind keine Fragen da, außer die Rückmeldung, dass Ihre Sprechgeschwindigkeit sehr gut ist.
obwohl ich ihnen sagte, ein bisschen langsamer, bekam ich das Kommentar, der soll so schnell reden, wie er will. Das belebt uns. Fand ich sehr schön. Vielen lieben Dank dafür. Genau. Trotzdem gerne. Stellen Sie Fragen. Also ich habe eine Stunde vorbereitet. Ne? Eine halbe Stunde müssen wir diskutieren. Spengler lächelt verschmitzt. Nächste Frage an Sie. Peer-to-peer. Machen Sie es? Nutzen Sie die Fähigkeit, die die Menschen bei Ihnen haben, um eben Peer-to-Peer-Ansätze zu machen, Peer-to-Peer-Wissensvermittlung zu machen? Meine Frage an Sie, machen wir in allen Bereichen? Machen wir teilweise? Ah, eher nicht, kommt bei uns nicht vor. Oder? Sonstiges. Ich muss dazu sagen, das oder, was da unten steht, ich wusste vorhin, ich kannte die Plattform nicht, auf der wir heute arbeiten, und habe gedacht, wir hätten ein Freitextfeld. Deswegen steht das oder noch in der Präsentation. Das bitte ich zu entschuldigen. So, ich bin gespannt. Der grüne Balken läuft. Also die ersten Antworten kommen herein. Wir haben noch etwa 10 Sekunden Zeit. Schön, diese TED-Abfragen, da kann man auch mal einen Schluck trinken. Wunderbar. Also, wir haben hier die Ergebnisse. 71% der Teilnehmenden sagen, machen wir teilweise. 29% sagen, eher nicht. Finde ich gut. Das ist schon eine sehr, sehr gute Zahl. Ich glaube auch da, gerade durch das neue SGB IX und ja, ich meine, wir kommen ja alle hier aus dem gleichen Bereich. Wir wissen, es ist an vielen Stellen gut gedacht. An manchen Stellen hätte man es vielleicht noch ein bisschen besser denken können. Aber was wir gerade eben dort haben, ist eben, dass die Peer-to-Peer-Ansätze zum Beispiel im Rahmen der EUTBs ja jetzt auch gestärkt werden. Also das ist ja schon mal ein großer Fortschritt, ist zumindest auch mal gesetzlich festgehalten, jetzt zu sehen. Oh, es kommt eine Frage. Ja, sehr gerne. Die Frage lautet, wie finanzieren sich die Pixel-Labore? Super Frage. Es ist an Finanzierung, also beantworte die einfach mal sofort, bevor es nachher sonst gekommen wäre. Es ist immer ein Finanzierungsmix. Sie müssen sich vorstellen, diese Labore sind eben offene Treffpunkte und die Kostenträger finanzieren noch nicht die digitale Teilhabe als Teil der Eingliederungshilfe. Auf jeden Fall ist mir das nicht bekannt. Also ich kenne immer nur die Aussage der Kostenträger, das gehört noch nicht dazu. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie soll heute eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe funktionieren ohne digitale Teilhabe? Wie geht es Ihnen? Also, mir geht es so, dass wenn ich eine Eisenbahnfahrkarte haben möchte, dann öffne ich die App in meinem DB-Navigator und dann suche ich mir den günstigsten Preis aus. Wenn ich nicht mit digitalen Endgeräten umgehen kann, ist das gar kein Problem in Deutschland. Sie können in den ICE einsteigen ohne Fahrkarte. Einzige Verkehrsmittel in Deutschland, wo man ohne Fahrkarte einsteigen kann. Überhaupt kein Problem, Sie dürfen das. Sie gehen dann zum Schaffner und sagen, ich hätte gerne ein Billett. Das verkauft er Ihnen. Es kostet 16,50 Euro Onboardgebühr und den tagesaktuellen Preis. Wenn ich also von Düsseldorf nach Hamburg fahre, bezahle ich auf diesem Wege locker 100 Euro. Wenn ich eben über die App buche, kann ich für 20 Euro nach Hamburg fahren. Das ist also eine nicht gleichberechtigte monetäre Teilhabe. Wenn Sie ins Bürgerbüro gehen und eine Wartemarke haben wollen, dann können Sie das nur noch, wenn Sie mit einem Touchdisplay umgehen können. Können Sie das nicht, bekommen Sie keine Wartemarke, müssen Sie jemanden fragen. So, heißt aber, im Umkehrschluss, und ich wollte hier auf die Frage der Finanzierung eingehen, es gibt keine vom Kostenträger. Deshalb müssen wir uns finanzieren über den Ertrag aus eigenen Leistungen. Wir haben einen Bildungskatalog, wo man eben Medienkompetenzkurse buchen kann, wo Firmen eben Lab-Sessions, da gibt es gleich noch ein kleines Filmchen zu, buchen können, um eben mit Menschen mit Behinderung gemeinsam Produkte, Dienstleistungen zu entwickeln. Forschungsvorhaben können zur Refinanzierung einzelner Stellenanteile dienen, wenn Sie ein großes Forschungsvorhaben eben durchführen können. Spenden, Fundraising. Darf man auch nicht vergessen. Also muss man auch machen. Muss man auch mal Klinken putzen gehen. Und ansonsten ist es so, dass wir über eine interne Leistungsverrechnung Medienbildungsangebote in der Firma anbieten, darüber eine Refinanzierung bekommen. Heißt also, es ist ein Mix aus allem. Und das müssen wir dazu sagen, diese Pixel-Labore sind keine Cash-Cows für Ihre Firma. Es wird immer so sein, dass die Labore, sie brauchen Menschen, die eben sozialunternehmerisch denken und handeln können, die eben diese Labore vorantreiben wollen. Sie brauchen Menschen, die mit Herzblut dabei sind. Und dann können Sie es schaffen, eine schwarze Null zu schreiben.
ich hoffe, das war jetzt in Ordnung zur Finanzierung. Vielleicht noch perspektivisch, aber auch das eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt im Vortrag, ist es eben so, dass wir versuchen, dass die Labore eine Möglichkeit bekommen, als Orte anerkannt zu werden, in denen es tagesstrukturierende Maßnahmen geben kann, als Orte, die eventuell als andere Leistungsanbieter agieren können, nach dem § 60 SGB 9. Oh, jetzt ist die Präsentation weg. Nur bei mir. Entschuldigung. Das sind alles noch Dinge, da stehen wir noch am Anfang. Weil, wie gesagt, wir immer noch in der Eingliederungshilfe, glaube ich, das große Problem haben, dass diese digitalen Teilhabemöglichkeiten, dass dieses Digitale eben noch nicht den Stellenwert hat, den es haben sollte. So viel zur Finanzierung, aber wie gesagt, da kommen wir gleich bestimmt nochmal zu. Wir waren noch beim Peer-to-Peer-Ansatz. Medienkompetenzvermittlung auf Augenhöhe. Nonliner versus Onliner. Jetzt könnte man ja meinen, das funktioniert ja super. Menschen mit Lernschwierigkeiten bilden sich untereinander aus. Aber ich hatte ja eben schon mal gesagt, wir haben es mit den Seniorinnen und Senioren probiert. Und das ist ja schon ein paar Jährchen her. Inzwischen sehen unsere Kurse eben etwas anders aus. Wir schulen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Klientinnen und Klienten gemeinsam. Und zwar machen das bei uns Tandems aus Menschen, aus Medienpädagogen und Pixel-Expertinnen und Experten. Heißt also, der Peer-Begriff wird hier nochmal anders aufgegliedert. Man ist nicht der Peer, weil man eine Behinderung hat, sondern der Peer ist eben Nonliner zu sein. Der Status des Nonliners, der Nonlinerin. Ja? Und auf der anderen Seite stehen die Menschen, die eben diese Kluft schon überwunden haben, die eben schon online sind. Ja? Die sich aber noch sehr, sehr gut in die Lage hineinversetzen konnten, wie es war, als man nicht online war. Heißt also, hier ist der Peer-Begriff eben der Status Nonliner, Onliner. Und wenn Sie auf einmal es hinbekommen in Ihrem Unternehmen und wenn Sie damit morgen starten wollen und wenn Sie das in den Wohngruppen eben anbieten, ja, zu sagen, auf einmal dürfen mir Klientinnen und Klienten, dürfen auf einmal Mitarbeiter und Mitarbeitern zum Beispiel den Umgang mit dem Internet beibringen, dann haben Sie in Ihrer Firma auf einmal eine ganz andere Qualität des Arbeitens auf Augenhöhe. Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten dann eben auf Augenhöhe zusammen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine Pause einlegen, eine Biopause. 10 Minuten, ich habe gerade keine Uhrzeit. Ja, 42 Minuten haben wir schon. Dann würde ich sagen, wir machen in 10 Minuten weiter. Das ist um 11.55 Uhr. Treffen wir uns wieder hier. 11.55 Uhr. Vielen Dank, bis gleich.